Herzlich willkommen zu den Berliner Märchentagen. Wir freuen uns, dass wir heute hier bei euch in der Schule zu Gast sein dürfen. Wir haben etwas ganz Besonderes mit euch vor und wie ihr sehen könnt, hat unser Künstler, und wir uns sehr freuen, dass er heute mit dabei ist, der Jürgen Buch, schon eine Kleinigkeit vorbereitet. Wie alles funktioniert und was ihr machen müsst, erklärt euch auch der Jürgen. Also keine Angst, ihr müsst irgendwie nicht Graffiti-Künstler von Geburt an sein. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne zu mir kommen oder zu dem Jürgen. So, dann würde ich sagen, können wir langsam anfangen, oder? Ein paar wichtige Regeln zu beachten. Also, das ist die Sprühdose und das sind die sogenannten Caps oder auch Sprühköpfe. So. Diese Köpfe, die haben alle hier vorne, da kommt die Farbe raus, dieser schwarze Punkt. Und deshalb ist es wichtig, dass man diesen schwarzen Punkt niemals auf andere Leute richtet. Auch nicht, also gerade wenn man die aufsetzt oder so, niemals auf andere Leute. Könnt euch gleich jeder erstmal eine Dose nehmen. Wir müssen nämlich erstmal alle Dosen schütteln, so ungefähr anderthalb Minuten, weil sonst ist die Farbe unten zu dicht und dann verstopft es. Sprühen ist eigentlich so erstmal ganz einfach. Ausmalen. Je näher man rangeht, desto dünner wird es. Was wir machen wollen oder ihr machen möchtet, ist eigentlich ausmalen. Also ein bisschen, damit ihr mal seht, so dieses ungefähr von der Entfernung. Und dann einfach immer so rüber. Zeilenweise, also wie so ein Tintenstrahldrucker, kennt ihr auch, ne? So ein bisschen überlappen, also praktisch immer nur die halbe Breite, damit so halbwegs gleichmäßig ist. Es ist nicht wichtig, dass ihr das gleichdeckend macht. Das ist sogar eigentlich ganz gut, wenn ihr es erst so ein bisschen dünner macht und dann einen Moment wartet, bis die Farbe angetrocknet ist und dann das zweite Mal halt drüber, damit es deckt. Das verhindert, dass irgendwelche Fäden entstehen und der Lack läuft. Je näher ihr rangeht, desto schneller müsst ihr ziehen, weil sonst passiert sowas. Und dann fängt es an zu laufen. Genau.
Das war der Street Art Workshop mit Märchenland.